The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ewig geborgen. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Der große Erlösungsplan bewirkt, dass die Welt wieder völlig in Gottes Gunst gestellt wird. Was durch die Sünde verloren ging, ist wiederhergestellt. Nicht nur der Mensch, sondern auch die Erde wird erlöst, um auf ewig die Wohnstätte der Gehorsamen zu sein. 6000 Jahre lang hat Satan darum gekämpft, der Besitzer dieser Erde zu bleiben. Nun wird Gottes ursprünglicher Plan mit der Schöpfung erfüllt. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind recht und verlässlich. Die heiligen Vorschriften, die Satan gehasst und zu zerstören versucht hatte, werden im ganzen sündlosen Universum geehrt werden. Durch Christi Erlösungswerk steht die Regierung Gottes gerechtfertigt da. Der Allmächtige wird als der Gott der Liebe bekannt gemacht. Satans Vorwürfe sind widerlegt, sein Charakter ist entlarvt. Nie wieder kann Rebellion aufkommen. Nie wieder kann die Sünde in das Universum eindringen. In alle Ewigkeit sind alle vor einem Abfall sicher. Durch das Opfer, das die Liebe selbst darbrachte, sind die Bewohner der Erde und des Himmels durch die Bande einer unauflösbaren Verbindung mit dem Schöpfer vereint. Wo früher die Sünde übergroß war, ist Gottes Gnade noch mächtiger. Die Erde, ja das von Satan als Eigentum beanspruchte Gebiet, wird nicht nur erkauft, sondern erhöht. Unsere kleine Welt, die unter dem Fluch der Sünde der einzige schwarze Fleck im Universum Gottes ist, wird höher geehrt werden als alle anderen Welten im Universum Gottes. Hier, wo der Sohn Gottes unter den Menschen zeltete, wo der König der Herrlichkeit lebte, litt und starb. Hier wird, wenn er alles neu gemacht hat, die Wohnung Gottes mitten unter den Menschen sein. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und durch endlose Zeitalter, in denen die Erlösten im Licht des Herrn wandeln, werden sie ihn für sein unaussprechlich großes Werk preisen. Immanuel, Gott mit uns. The Lord is coming. Are you ready?